Mit einem neuen Erlass der Gesundheitsbehörden drohen nun stärkere Kontrollen in der Gastronomie und auch bei der Nachtgastro, den Nachtlokalen. Hier ist es vor allem dem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, aber auch der Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bisher zu lasch gewesen, beziehungsweise wurden die Kontrollen nicht immer eingehalten. Viele Gastronomen und auch Betreiber von Nachtlokalen hätten hier, so die Minister, nachlässig agiert, beziehungsweise nicht ausreichend regelmäßig kontrolliert. Und deshalb möchte man nun hier Schwerpunktkontrollen setzen und auch auf schärfere Kontrollen, damit die 3G-Regel beziehungsweise die 2G-Regel, wie wir sie nun in den Nachtlokalen haben, auch wirklich eingehalten werden. Zusätzlich appellierte sowohl der Gesundheitsminister als auch die Tourismusministerin dazu, sich immer noch verstärkt impfen zu lassen, da hier die Quoten nicht den erwünschten Fortschritt erreichen. Dies bestätigte auch der bekannte Virologe Christian Drosten. Er warnte vor einer weiteren Epidemiewelle im Herbst, eine eventuelle vierte Welle, die auf uns zusteuern könnte, wenn wir uns nicht weiter impfen lassen würden, beziehungsweise hier die Impfquoten deutlich nach oben gehen würden. Und das Impfen, das ist wie gesagt auch für die Minister das Wichtigste. Impfen, 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 so lautet hier der Fortschritt. Und dementsprechend, wie gesagt, auch verschärfte Kontrollen, damit wir hier gemeinsam, so der Gesundheitsminister, in einen sicheren Herbst starten können und uns keine Sorgen vor der weiteren oder nächsten Pandemiewelle machen müssen.